Herzlich willkommen zu Teil 8 der Reihe Taylorreihen, Methoden und Anwendungsbeispiele. Wir werden heute die Taylorreihen um den Punkt x gleich 0 entwickeln für die Funktionen ln 1 plus x und ln 1 minus x. Wir haben in Folge 7, in der letzten Folge, die geometrische Reihe Taylor entwickelt, also die Funktion f von x gleich 1 durch 1 minus x. Wir besprechen heute die Funktion f von x gleich Logarithmus, natürlicher Logarithmus von 1 minus x, also den Logarithmus zur Basis e. Der natürliche Logarithmus ist die Umkehrfunktion der Exponentialfunktion. Es gilt also ln e hoch x gleich e hoch ln x gleich x. Und wir leiten jetzt zunächst mal die Logarithmusfunktion ab. Also die Ableitung nach x von Logarithmus 1 minus x ist, wie wir in der Videoreihe Differentialrechnung gelernt haben, minus 1 durch 1 minus x. Wenn wir uns das Minuszeichen hier erstmal wegdenken, ist das genau die geometrische Reihe, deren Taylor-Entwicklung wir kennen. Bis auf ein Minuszeichen also ist das eine bekannte Taylor-Entwicklung, aber eben nicht von der Logarithmusfunktion, sondern von der Ableitung der Logarithmusfunktion. Wir können jetzt die Taylor-Entwicklung der Logarithmusfunktion selbst auf zwei Arten bestimmen. Zum einen, genau wie bisher, indem wir die Ableitung bestimmen und ganz entsprechend dem Vorgehen aus den letzten Folgen die Taylor-Reihe dann herleiten. Die zweite Methode, und das ist die, die wir jetzt machen wollen, ist die, wir integrieren die Taylor-Entwicklung der harmonischen Reihe, beziehungsweise deren Negatives, wir haben ja einen zusätzlichen Faktor minus 1. Wir integrieren also die Taylor-Entwicklung von minus 1 durch 1 minus x. Denn das Integrieren ist die Umkehrfunktion der Ableitungsfunktion. Damit erhalten wir also letzten Endes die Taylor-Entwicklung der Logarithmusfunktion, die wir suchen. Also ist die Taylor-Entwicklung der Logarithmusfunktion das Integral über die Taylor-Entwicklung der harmonischen Reihe. Wir wollen das tun und das Integral ausführen. Und wir setzen für die harmonische Reihe die Taylor-Reihe ein, die wir hergeleitet haben in der letzten Folge, nämlich einfach die sehr einfache Folge Summe k von 0 bis unendlich, x hoch k, hier nochmal explizit hingeschrieben. Und wenn man das integriert, wie genau die Integralrechnung funktioniert, möchte ich an der Stelle voraussetzen zunächst mal, das Integral von 1 ist x, das Integral von x ist x² halbe, das Integral von x² ist x hoch 3 Drittel und so weiter. Das Minuszeichen hier vorne kommt dann natürlich bei jedem einzelnen Summanden dahin. Und wir haben eine Integrationskonstante c, die wir zunächst mal nicht näher bestimmt haben. Die können wir aber jetzt leicht bestimmen, denn für x gleich 0 haben wir einen Logarithmus von 1, das ist 0. Für x gleich 0 fallen all diese Terme hier weg und es bleibt nur das c über und dann gilt eben c gleich 0. Also fällt die Integrationskonstante weg. Und wir haben damit unser Ziel erreicht, nämlich die Taylor-Reihe für f von x gleich ln 1 minus x bestimmt. Und das ist die Reihe minus x, minus x² halbe, minus x hoch 3 Drittel und so weiter. Diese Reihe konvergiert für x kleiner 1, x Betrag kleiner 1. Für das andere Vorzeichen, wenn wir ln 1 plus x berechnen, funktioniert die Rechnung ganz genauso, nur wechseln die ungeraden Potenzen ihr Vorzeichen, das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal in der Form. Das heißt, die Taylor-Reihe für ln 1 plus x ist dann x minus x² halbe plus x hoch 3 Drittel minus x hoch 4 Viertel und so weiter. Auch hier wollen wir das Ganze uns visualisieren. Wir haben wieder die blaue Linie als Funktion f von x gleich ln 1 minus x. Die verläuft also von hier dann hier runter. Und wir haben dann die verschiedenen Taylor-Polynome, zum Beispiel das Polynom zweiten Grades ist eine Parabel, ist die grüne Funktion, die approximiert eben für x-Werte im Bereich zwischen 0 und 1 die Funktion schon einigermaßen. Und dann die höheren Polynome approximieren immer besser die gesuchte oder die gegebene Funktion. Das war also die Taylor-Entwicklung für ln 1 plus minus x. Und wir wollen in der nächsten Folge dann die Taylor-Entwicklung für Wurzeln aus 1 plus x berechnen. Vielen Dank.